Und weiter geht's. Und natürlich geht hier mal wieder voll die Luzi ab. Okay, ich entscheide mich offenkundig dazu, hier einmal zu speichern. Ach ja, übrigens willkommen zurück zu Let's Play Thief 3 Deadly Shadows. Ich hatte mich ja in der letzten Folge von euch verabschiedet gehabt. Ruhig, Bruder. Ich bin nicht der. Come forth and cease thy villainy. Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Das sind doch FPS-Werte, die machen einen richtig stolz, oder? Didst I hear aright? So. Jetzt gehe ich da hinten lang, um ein bisschen Gold zusammen zu kratzen, damit wir wieder Ausrüstung für die Shadebridge-Wiegel kaufen können. Und oh Wunder, da laufen natürlich voll Strecke rum. Diese Übersetzung manchmal, wa? Er hat gesagt, ich habe eine Familie. Was übersetzen die? Ich habe Kinder. Ist zwar nicht ganz falsch, Kinder gehören mit zur Familie, unweigerlich. Aber sie sind nicht unbedingt das Aushängeschild einer Familie. Also wer eine Familie hat, muss nicht zwangsläufig Kinder haben. Meine ich jetzt einfach mal. Kann ja vielleicht sein, dass ihr das anders seht. So, ein paar Breitkopfpfeile. Hier ist ein Tresor. Das ist ein riesenhafter Tresor, der in die Wand reinreicht, und da sind nur 50 Goldmünzen drin. Und ein Diadem oder sowas. Der Bildschirm, auf dem ich das jetzt sehe, ist ein kleines bisschen kleiner als zu dem Zeitpunkt, als ich es gespielt habe. Weil ich das jetzt hier gerade live im Movie Maker mit aufnehme. Beziehungsweise in Outer City im Hintergrund. Du sitzt da seelenruhig, während draußen diese Vollstrecke ausgehen. Dafür musst du leider sterben. Ja, ein Ungleichgewicht. Dafür, dass ihr jetzt Unschuldige jagt, habt ihr euer Gleichgewicht auch. Von dem wir Anfang des Spiels schon mal gehört haben. Da gab es ja die Geschichte mit diesem falschen Garrett, der bei einem Auftraggeber vorgesprochen hat. Und darum bat, den goldenen Dolch in den Opferstock vor dem Kloster der Hamariten zu legen. Am nächsten Tag würde dort Geld drin sein. War doch klar, wer hat gewonnen? Der Vollstrecker. Noise?
What are you doing? Der macht doch ja nicht, der läuft da nur rum. Someone will save me. I just know it. What's that? Die sind teilweise schreien schön. Mich würde sowieso mal interessieren, auf welche Art und Weise die uns erspüren. Aber das würde wahrscheinlich jahrzehntelanges Training als Vollstrecker bei den Hütern nach sich ziehen. Can you tell me what happened? Ui, das Bild ist wieder schwarz. Schwupps, da sind wir wieder. So, Fenster auf. Okay, speichern. Und raus da. Hey, tut mir echt leid, wenn ihr manchmal so überhaupt gar nichts seht, ja? Vielleicht sollte ich für die nächsten Aufnahmen die Gamma zumindest ein kleines bisschen höher schrauben. You're gonna be sorry. I saw what you did. I know it was you. Ich hab gar nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Don't hurt me. I beg you. Mach da ja nichts mit dir. Don't worry. Help will arrive soon. Are you alright? Glaub mir, ich bin eher so der Typ, ich würde dich eher knuddeln, als dir irgendwas anzutun. Bin da eher ein Teddybär. Schön, dann knacken wir mal die Tür. Und eintreten bitte. Ja, die Hammeriten sind mit uns verbündet, aber wenn sie uns bei einem Einbruch, bei einem Diebstahl oder bei einem Mord beobachten, können sie natürlich dennoch auf uns draufhauen. So, Tür zu. Da ist niemand. Hier liegen zwei Münzhaufen rum. So. Treppe hoch. Hallo? Jemand da? Okay. Sesam, öffne dich. So, diese FPS-Einbrüche sind teilweise echt schlimm. Die sieht man so beim Spielen überhaupt gar nicht. Auch wenn die Spielleistung mit OBS natürlich ein bisschen runtergeht. Aber so schlimm wie hier im Video teilweise ist es beim Spielen nicht. So, da ist ein Buch. Donnerstag. Ich glaube, so mache ich es. Erst zerkleinere ich den Klunker und schicke das Päckchen wie besprochen zu Milton und Craig. Wenn sie es öffnen, sehen sie jede Menge funkelnde Edelsteine. Die kommen nie auf die Idee, dass ich ein paar Steinchen abgezweigt habe.
ist schließlich mein gutes Recht. Ohne einen geschickten Edelsteinschneider hätte ihr Plan nicht funktioniert und bei der Stadtwache können sie mich auch nicht anschwärzen. Immerhin haben die beiden das gute Stück gestohlen. Freitag. Ich habe das Päckchen abgeliefert. Alles läuft... nach Plan. Milton war ein bisschen nervös, aber ich schätze, das ist für einen Halunken wie ihn normal. Ich hab's tatsächlich geschafft. Samstag. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Was, wenn die beiden den Braten riechen? Und mich zur Rede stellen? Ich werde die Edelsteine verstecken, bis ich sicher sein kann, dass sie nichts gemerkt haben. Und zwar im Terkeshof. Dort suchen sie bestimmt nicht. Oder doch? Ich verstecke sie am Sockel dieser Gargoyle-Statue. Dort sind sie nicht leicht zu sehen. So, aber ansonsten ist hier nichts von Wert. Da ist nichts. Gut. Dann sollten wir dieses Haus wieder verlassen. Möglichst umgesehen. Ah, da liegt noch ein Zettel. Auftragsbestätigung für Mrs. Eloise Redding. Absplitterung in großem Rubin reparieren. Wurde zu Reparaturzwecken von der Brosche entfernt. Abholung am Donnerstag. Gezeichnet Vincent Crowley, Edelsteinschneider. Builder, keep thee. La, 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 la. So, das Blöde ist, ich sehe jetzt die Wachen nicht. Durch den Opferstock to strike, and blessed is the heathen when he receiveth the grace of my. Und Überraschung, warum läuft hier eine Wache rum? Ey, ganz ruhig, Schippe, ganz ruhig, weg hier. Lauf. So, einmal die Rückseite rein. Garrett. So, mal ein bisschen was verscherbeln. What is it about? Ja, sie kauft mal wieder nicht alles ab. Ah, wo bin ich? Okay, die Wache hat offenbar aufgehört, nach uns zu suchen. Hallo? Gesundheit. Wir kratzen besser die Kurve. Stone Market Plaza. Ach ja. Falls ihr euch übrigens wundert, warum zwischendurch mein Bildschirm oder beziehungsweise mein Gesicht so hell angestrahlt wird, wenn der Ladebildschirm eintritt, das liegt daran, dass das Fenster von Thief kurz vor dem Ladebildschirm für einen Augenblick geschlossen wird. Das heißt, man sieht kurze Zeit über meinen Desktop. Und der ist ein wenig heller als das Spiel. Ein wenig. So, jetzt können wir da drin mal gucken, ob wir da irgendwas von Wert finden, bevor wir zur Shellbridge-Wiege gehen. Und ja, ihr müsst mein nachvertontes Geblabbel noch ungefähr 10 Minuten aushalten. Ich mag das englische Wort für hoch irgendwie. Yikes! Hier glänzt nichts. Das sieht alles nicht so aus, als wäre es besonders viel wert. Da ist auch nichts. Okay, dann gucken wir mal nach unten im Erdgeschoss. Ich bin ja sowas von erstaunt, dass der mich nicht gesehen hat. Bleib mal genau so stehen, Keule. Ganz genau so. Ich dir eins über die Rübe. So. Die beiden da nehme ich mit. Da glänzt noch was. Das nehme ich auch mit.
Und da glänzt auch was. Das nehme ich auch mit. So. Der schnellste und beste Weg sollte wieder zum Fenster aus sein, statt zur Tür. Damit es da drin nicht so zieht. Und dann gehen wir noch einmal nach South Quarter, um unsere Beute beim herzlosen Perry zu verscherbeln. Kaufen uns nochmal ein bisschen Ausrüstung und dann gehen wir zur Shellbridge-Wiege. Ach ja. Evening. Hi there. Guten Abend. Nothing. I will continue the search. Ich bin gonna get the watch. Help me! Somebody! A monster is after me! Nur weil seine Mutter ihn als Kind im Brunnen ersäufen wollte, das ist nun wirklich nicht fair. Bin ja schon froh, dass ihr die Meldung von meinem Desktop nicht sehen könnt, sondern nur hört. So, neue Wasserpfeile gibt es keine. Und auf zur dümmsten Tat, die wir jemals begehen können. Eine Ware-Gegner und einen Prügel attackieren. Klasse. Auf, aus dem Weg. Aus dem Weg. Hey, warum greift er mich an? Er will sich um den Vollstrecker kümmern. Lauf, 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 stop your running, you coward. Okay, der Wachmann ist aus der Puste. Garrett, how's the thieving going? Oh Gott, der kauft uns auch nicht alles ab. Na komm, verkaufen wir das bei ihm, was wir haben. Sure, I got 75 Gold. Das bedeutet, kurzum, wir müssen nochmal zu den Docks. Aber wir haben, wie wir in der vorherigen Folge festgestellt haben, eine Abkürzung von den Docks zur Shellbridge-Wiege. Nett. The animals are in a strange mood tonight. Oh no, where'd it go? Maybe I dropped it? I know you're there. Hier ist niemand. Ich bin ein Geist. Wiedersehen. Sieht schon lustig aus, wenn sich mein Mund bewegt, aber kein einziger Ton rauskommt, wa? So, natürlich sind auch hier die Vollstrecker unterwegs. Und nicht mal die Heiden lassen sie in Ruhe. Well, what's the delay? You got something you want to fence or not? Well, looky here. 1275, 1375. Sure, I can find a buyer for your merchandise. 1575, nicht schlecht. So.
true. Was ragt die denn da bitte raus? Und ich bin mir ehrlich nicht sicher, ob ich das wissen möchte. Du hast einen komischen Fetisch, Kumpel. Vielleicht sollte ich erstmal nach hier oben klettern. Da bin ich sicher. It was right here. Don't look at me like that. No harm in looking around. Den Wisch auf dem Tisch haben wir bereits gelesen. I ain't got all night. Oh, Entschuldigung. Mein Gen hat ihn angesteckt, offensichtlich. Murdered? Who could have done this? Sie laufen da unten die ganze Zeit hin und her und stellen dann fest, ups, ich bin gerade über eine Leiche gelaufen. Wo kommt die denn auf einmal her? Es ist unfassbar. Das ist das erste Mal, dass ich dankbar bin, dass die Vollstrecker da sind. Und die Wache jetzt von mir weggelenkt. Hi there. Welcome to the Undercurrent. Let me know if I can help you find anything. Was wir brauchen, Blitzbomb. And don't break nothing you can't pay for. Got it? Okay. Jetzt hier wieder hoch. Zum Portal. Und auf zurück in die Altstadt. Headset verrutscht. Okay, damit wären wir also wieder hier, kurz vor der Shadebridge-Wiege. Und hier ist natürlich ein Vollstrecker. Meinst du ja? Okay, liebe Freunde, an der Stelle nehme ich mich jetzt mal raus. In einer halben Minute ist diese Aufnahme zu Ende. Und ja, ab der nächsten Folge habt ihr wieder Live-Ton von der Kamera mit dabei. Und ja, dann übergebe ich sozusagen wieder an mein Vergangenheits-Ich und wünsche euch viel Spaß bei den nun kommenden Folgen. Bis dahin auf alle Fälle tschö mit Ö. Noch einmal speichern und ich bin raus. Ciao.